Ich habe ein Buch gelesen, das mich bis ins Innerste getroffen hat. Und zwar das Buch von Jean-Claude Grumberg, Das kostbarste aller Güter. Was bringt einen Menschen dazu, sein winzig kleines Kind mitten im Winter aus dem Zug zu werfen? Die Bahnstrecke läuft an einem kleinen Holzfällerhaus vorbei, in dem ein älteres Ehepaar wohnt. Täglich fährt ein Güterzug vorbei. Die Holzfällerfrau macht sich Gedanken, was wohl darin transportiert wird, bis eines Tages das Unfassbare passiert. Sie findet das Bündel und entdeckt in ihm ein winzig kleines Kind. Von dem Tag an ändert sich das Leben der Holzfällerfrau und ihrem Mann. Es ist grausam und liebevoll zugleich und gibt mir den Glauben an die Menschheit zurück. Ulrike Mölten setzt das Geschehen in beeindruckende und wunderbare Bilder um. Ein Buch, das bewegt.